Hi Leute, heute geht es darum, wie du deine höchsten Ziele erreichst. Und zwar deine höchsten Ziele erreichen. Bei uns in der Gesellschaft ist es häufig so, dass immer im Äußeren drauf geschaut wird, hey, was hat derjenige erreicht? Ui, wie hoch ist er gekommen? Und es wird da immer nur darauf konzentriert, hey, wie viel Geld hat er gemacht? Wie sind die Zahlen? Meistens sind es die Zahlen. Meistens geht es darum, hey, wie schauen die Zahlen aus? Immer höher, weiter, besser, mehr. Der Punkt ist aber, ich finde den Vergleich immer sehr schön mit einem Baum, wie verwurzelt er ist. Häufig, wenn man mal jeder kennt es bestimmt, dieses Bild, wo du oben den Baum siehst und unten die Wurzel. Und meist ist das Wurzelwerk dementsprechend volumentechnisch, größentechnisch, wie oben. So, da ist ein starkes Fundament. Mit dem Haus kann man es auch gut vergleichen. Also, da ist eine gute Basis, da ist eine richtige Verwurzelung. Der Baum wird genährt, wenn da das Wurzelsystem genauso ausgebildet ist, wie oben das, was jeder sieht. Aber bei vielen Sachen, die heutzutage aufgebaut werden, da ist es eine Riesenpflanze, ein Riesenbaum oben und dann unten so eine kleine Wurzel. Da ist überhaupt keine richtige Verwurzelung. Und bei dem kleinsten Sturm kommt das Ganze in Schwanken und das Ganze fällt um. Und das meine ich auf jeden Aspekt bezogen. Auch eben auf die Psyche, auf das Mindset. Da gibt es Leute, die sind super erfolgreich, Profifußballer, egal was. Frau, Kinder, Geld, Ruhm, Reichtum im Äußeren. Jeder wird mit ihm tauschen wollen, sind aber depressiv und bringen sich dann um. Da wurde was angestrebt im Äußeren, was die Basis, was das Fundament gar nicht halten kann, wo gar keine Verwurzelung da ist. Und wenn du kein richtiges Fundament gelegt hast beim Haus, dir nicht sicher bist, ob du das richtig verdichtet hast, richtig eingebaut hast, richtig berechnet hast, ob die wirklich für das Mauerwerk, für das Haus ausgelegt ist, für das Gewicht. So, wenn du dir nicht sicher bist bei deinem Fundament, dann ist es so schlau wie möglich, das Haus so klein wie möglich zu bauen. Aber das sollte eben nicht das Ziel und die Grundlage sein. Und wenn du wirklich hohe Ziele erreichen möchtest, wenn du irgendwo im Leben hinkommen möchtest, dann gibt es nichts Wichtigeres, als in dich zu investieren, als in die Grundlage zu investieren, um eine richtige, sichere Basis aufzubauen. Natürlich mag das vielleicht ein bisschen länger dauern als irgendwelche tollen, erfolgsversprechenden Werbeslogan, wo man dann irgendwie, egal um welchen Aspekt es geht, nach einem halben Jahr die Millionen bekommt, nach einem halben Jahr super gesund ist und so weiter. Aber dem ist meistens nicht so. Erstmal gilt es darum, sich zu kümmern, ein richtiges, ein stabiles Fundament aufzubauen, wo du wirklich gefestigt und gesättigt bist. Und dann kannst du einen Wolkenkratzer da drauf setzen. Wenn das Fundament richtig konstruiert ist, richtig berechnet ist, so, dann kannst du da was aufbauen. Wenn du richtig verwurzelt bist, dann kannst du was aufbauen. Aber am Anfang, wenn du noch jung bist, wenn du erstmal was aufbauen möchtest oder allgemein, egal in welchem Alter du bist, wenn du was Neues startest, dann geht es erstmal darum, sich zu verwurzeln. Und wie gesagt, das gilt für jeden Aspekt, für jeden Bereich im Leben.
erstmal sich darum kümmern, eine Basis zu schaffen und die richtig zu schaffen. Auch wenn es nach außen hin dann eben den Anschein machen mag, dass oh, da geht vielleicht nichts voran, es dauert alles so lang. Aber irgendwann hast du eine fette Verwurzelung und dann kannst du austreiben. Und dann ist das Blühen einfach nur eine Selbstverständlichkeit. Und dann wird es auch Früchte tragen, ganz automatisch, wenn du dich darum kümmerst. Prozessorientiert, nicht zielorientiert. Du kümmerst dich um die Dinge, die notwendig sind. So, wenn du es auf die Persönlichkeitsentwicklung beziehen möchtest, dann machst du täglich Übungen, reflektierst, machst Atemübungen, Meditationen und so weiter, reflektierst, baust es über Jahre auf. Da ist das Kontinuierliche viel wichtiger. In der Pflanze ist es genauso. Du musst nicht ständig gießen und dann gießt du mal wieder einen Monat nicht, dann ist die Pflanze trotzdem vertrocknet. Das ist das Kontinuierliche, das Dauerhafte. Die Kontinuität ist das Ausschlaggebende. Und das Fundament legst du, indem du dich erstmal darum kümmerst, alte Glaubenssätze loslässt, die lehrst, diese alten Muster erstmal streichen. Wichtiger Punkt, weil es gibt so einen schönen Spruch, eine volle Vase mit Wasser füllen. Eine volle Vase mit Wasser füllen. Es geht einfach nicht, die läuft sofort über. Wenn du was aufbauen möchtest, wenn du wirklich hohe Ziele erreichen möchtest, musst du erstmal den ganzen Mist, den du angesammelt hast, loslassen. Diesen ganzen Mist raushauen, diese ganzen alten Muster, diesen ganzen alten Glaubenssätze durchgehen. So, das ist zum Beispiel auch das, was ich in Nutrition Now, in einem Ernährungskurs mache, den ich habe. In dem 10-Wochen-Programm, da geht es erstmal die ersten 2 Wochen nur darum, dass du alles andere vergisst, was du gelernt hast. Diese alten Glaubenssätze komplett erstmal zu lernen. Und dann kannst du das Neue erstmal aufnehmen und sammeln. Sonst ist dein Gefäß einfach komplett voll. Und so schaffst du auch die Grundlage. Du solltest nicht einfach nur wahllos in Action, in Aktion treten, im Äußeren da ganz viel machen, irgendwie den Riesenblase im Äußeren aufbauen, aber keine Verwurzelung in dir haben. Schau erstmal, dass du die Stabilität bekommst, alte Glaubenssätze loslässt, alte Muster fallen lässt, deine Psyche stabilisierst und dann ist das Ganze ein Klacks, das was du darauf aufbaust. Aber um die Psyche eben zu stabilisieren, um dein Mindset in die Richtung hinzubekommen, gilt es erstmal Dinge anzuschauen, Zeit zu investieren, ein bisschen Übungen zu machen. Und wozu will man was machen? Ganz ehrlich, wozu will man was machen, was einfach keinen Sinn ergibt? Wozu was tun? Einfach damit du was gemacht hast. Und das ist heutzutage eine sehr weit verbreitete Krankheit, Marotte, weiß nicht, wie ich es nennen soll, in unserer Gesellschaft. Es geht immer nur darum, ja, hast du jetzt was, wo du machst? Oh ja, ist ja super, Hauptsache du machst was, egal was. Ich würde da persönlich ganz anders rangehen. Wenn du nichts Sinnvolles machst, dann mach definitiv lieber nichts als irgendeinen Quatsch. Bevor du irgendeinen Quatsch machst, mach lieber gar nichts. Bevor du was machst, was keinen Sinn ergibt, womit du deinen Mitmenschen, dir selber, der Umwelt schädigst, mach lieber nichts. Du wirst hier versorgt, wir sind hier in einem Sozialstaat. Mach lieber nichts, bevor du irgendwas kaputt machst. Das ist im Moment traurig, aber die lethargischen Leute retten die Welt. Das hatte ich mal gehört, er ist so zutreffend. Die lethargischen Menschen retten heutzutage die Welt. Weil wenn jeder
in Aktion treten würde und ständig irgend so einen Mist produzieren würde, einen Mist verkaufen würde, der einfach nur die Umwelt schädigt und gleichzeitig keinen Nutzen hervorbringt. Dann führt es uns nirgends hin. Man sägt sich den Ast ab, auf dem man sitzt. So, wenn wir erfolgreich sind, wenn jeder in Aktion treten würde auf dieser Erde, ständig was machen würde, dann wäre die Welt noch schneller kaputt. So. Und dementsprechend, es ist wirklich im Moment so, es ist eine traurige Realität, die Leute, die lethargisch sind, retten die Welt. Und es geht wirklich darum, dahin zu kommen. Schau erstmal, bring dich dahin, dass du eine Stabilität hast, ein Fundament hast. Happy Life Kurs habe ich zum Beispiel extra dafür gemacht, um diese psychische Stabilität mit Übungen täglich da reinzubekommen, wo ich dich 30 Tage komplett an die Hand nehme. Also das ist auch unten drunter verlinkt, kannst du auch unten drunter schauen. Aber es geht wirklich immer darum, wirklich die Stabilität reinzubekommen, erstmal von der Psyche her und dann in Aktion zu treten, dann was Sinnvolles zu machen. Willst du, jetzt mal ehrlich, willst du am Ende von deinem Leben dastehen? Ich sag, ja, warum hast du das gemacht? Ja, war halt so, hab ich halt gemacht, weil jeder wollte ja, dass man was macht und ich wollte was machen. Und es geht doch darum, was Sinnvolles zu machen, was dich erfüllt, was dich bewegt, was einen Sinn hat, was nützlich ist, was jemandem weiterhilft. Warum soll ich irgendwas machen? Für irgendwen. Wenn es niemanden weiterbringt. Nur um irgendwelche alten Glaubenssätze zu befriedigen. Also wenn du wirklich Ziele erreichen möchtest, dann setz das Fundament, nimm dir die Zeit dazu. Ansonsten, wenn dir das Video weitergeholfen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, das Ganze blim, bim, heißt schon, alles machen. Teil das Video gerne und lass jeden davon wissen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und genieß dein Leben. Mach's gut. Ciao.